da jetzt hin? Können wir da unten lang? Lauf. Er sagt, wir sollen da nicht hin. Er sagt, es ist eine andere Richtung. Aber ich will mir das trotzdem machen. Was zum Geier? Boah. Was ist denn das? Wow. Okay, die Fußspuren gehen auf jeden Fall. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Das, geh mal weg. Was? Oh, der läuft da. Das heißt, er wird uns da nicht vorbeilassen, denke ich. Ich weiß nicht, ob der gutartig oder böse ist, aber vom Sound her klingt das nicht gerade, als wenn der... Gut, da läuft er jetzt rum, da können wir jetzt hier lang. Denke ich mir. Ach, da kommt er schon wieder. Das heißt, es hier ist mehr als einer unterwegs. So, das heißt, ich gehe jetzt mal hier oben lang. Vielleicht sollt ihr uns davor bewahren, irgendwo hinzulaufen, wo wir nicht hingehören. Oder wo wir nicht hin sollen. Da verschwinden die Fußspuren wieder, okay. Hui, hui, hui. Oh, Wölfe. Geiler Sound. So, da scheint, als wenn wir da oben lang kommen. Na, da ist ja noch einer. Oh, da geht's ja runter. Sind wir hier hochgekommen? Ich weiß nicht, da war ja noch einer von denen. Ach, wir sind von hier unten gekommen, kann das sein? Warte mal. Scheiße. Habe ich mich jetzt verlaufen? Dann gehen wir mal jetzt hier lang. Ist ja noch einer. Ja. Okay. Er hatte keine Puste mehr. Deswegen sind wir gestorben. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass die bösartig sind. Jetzt muss ich gucken, dass ich mir meine Luft einteile, dass ich daran vorbeilaufen kann. Sollte eigentlich kein Problem, das haben wir bei den anderen ja auch geschafft. Nur der hier hat nicht so viel Ausdauer wie der bei Outlast. War ja. Komm, du darfst mal fertig laden hier. Diese Server. Schlafen gleich wieder ein. Gut, das Spiel ist schon etwas älter. Ding, ding, ding. Jeopardy-Melodie. So. Ach, dürfen wir jetzt weiter, ja? So, was ist. Aha, wir fangen wieder von hier, vom letzten Zeltspeicherpunkt. So, das sind wir sind vorhin da lang. Warte mal, dann gehe ich jetzt mal hier lang. Weil es hat ja dann wenig Sinn. Ja, da war die Kirche. Warte mal, dann gehen wir da oben lang. Dann gehe ich erstmal hier weiter. Vielleicht kommen wir von der anderen Seite drum. Wenn ich erst dann hinter so weit gelaufen bin und dann wieder zurück und ich kann nicht die ganze Zeit rennen, weil er einfach nicht die Ausdauer hat hier, der Mensch. Da kann man nicht weiter, sind Steine. Das sind die Moment. Von hier sind wir gekommen, ne? Scheiße, wir müssen in die Richtung. Okay, alles klar. Ja, da müssen wir hier lang. Okay, das war da. Den ersten Atemzug höre, dann werde ich wohl mal mal langsam laufen, damit er sich wieder einkriegt hier. So, warte mal. Naja, da haben wir wieder diesen Wall. Jetzt glaube ich nicht, dass ich hier wieder wegkomme. Ne.
kann ich ja hier irgendwo lang. Scheint ja ein geheimer Weg zu sein hier. Oh, da geht es aber runter. Das finde ich jetzt aber nicht so. So, Kacke. Ist das tief? Ohne dass wir dann kaputt gehen? Okay, okay, alles klar. Ja, da komme ich jetzt nicht hoch. Okay, jetzt kommen wir da hoch. So, ruhig, 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 ganz ruhig. Ja, jetzt sind wir wieder an dieser Stelle mit dem Stein. Ja, da läuft er lang. Wo ist er denn jetzt? Wow. Okay. Mal kurze Sprint machen, immer nur ganz kurze Sprint. Wir können auf Dauer. Ja! So, da kann ich auch laufen. Der Jach, ach, wir werden auch noch. Jetzt kommt von rechts noch einer und dann von links, glaube ich. Links, beziehungsweise links stand ja einer. Scheiße, ey. Soll jetzt hier nicht lang, aber... Ich kann wahrscheinlich sein, dass ich den... Aha! Fühlt ihr, fühlt ihr den Beat? Oh, Sailor Moon! Da ist wieder ein Zettel. Tiefe Schlucht. Da ist ein Zettel da oben. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir da oben hinkommen. Ich glaube, wir können hier lang laufen. Klingt gut. Gefällt mir. Ja, Zettel. Liegt wohl oben irgendwo drauf. Gucken, wie wir da dran kommen. Sieht so aus, als wenn wir drum rumlaufen und hoch könnten, kommen würden. Ja, genau. Haben die gut gemacht. Ah, schön im Kreis gelaufen. Jetzt habe ich einen Drehwurm. Sowjetische Forschungseinheit für Naturphänomen zur Anomalie U91. Die ersten Vorfälle ereigneten sich 1950 bis 1953, also 3 Jahre, in der Gegend von Igarka während der Bauarbeiten für die Polarkreiseisenbahn. Die Arbeiten wurden unterbrochen und die Vorfälle für geheim erklärt. Alle Zeugen wurden wie angeordnet eliminiert. Oh, das klingt aber nicht so toll. Am 17. Oktober 1950 trat laut Zeugenaussage wesentlich von Igarka auf Höhe des Lagers 503 eine unbekannte Energie aus, einer unbekannten Quelle aus und verursachte den unmittelbaren Tod von 42 Arbeitern. Die Leichen verdampften regelrecht und zurückblieben lediglich Schatten. So die Zeugen. Alles geschah plötzlich und schnell. Also so wie das da gerade beschrieben, kommt mir vor, dass wir mal an diesen Leuten gerade vorbeigelaufen wären. Der nächste Vorfall ereignete sich 3 Jahre später, am 14.1953, März. Damals waren in dem bereits genannten Lager 12 Personen von einem plötzlichen Erstarrungseffekt betroffen. Ihre Körper froren einfach ein. Bei der Untersuchung konnte nur noch ihr Tod festgestellt werden. Die Leichen liegen bis heute intakt im Abteilung 12 des Forschungskomplexes in Seversk. Okay, also meine Leichen aufgehoben. Intakt, also es keine Kratzer, keine Macken, keine nix. Alles da, wo es hingehört.
Ich hätte jetzt beinahe sagen, ich hätte jetzt beinahe gesagt, alles wie es sein sollte, aber das stimmt ja auch nicht. Intakt ist es ja so gesehen auch nicht wirklich, weil sie sind ja tot. So, Kompass. So, dann machen wir mal Kompass an. Entschuldigung, trockener Husten. So, ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, dass zu diesem Zeitpunkt, dass es als Let's Play rauskommt und dass ich nicht als Stream weitermache, aber dann ist dann, hier gibt es keine Unterbrecher oder kein Stottern beim Stream oder was. Auf diesen Scheiß hatte ich jetzt keine Lust mehr drauf gehabt. Deswegen machen wir einfach so mal weiter. So, diese Richtung scheint die Richtung zu sein, die wir sollen. Und dann nach oben. Ja, ja, ist gut. Das heißt, von da sind wir gekommen, von da oben. Ne, von hier, glaube ich, sind wir... Mit einer Spieluhr in der Hand. Zitat Rammstein. Ja, offenes Gelände passt mir überhaupt nicht gerade. Was haben wir hier? Eingefrorener Fluss, Lauf. Wir sind von da oben gekommen. Warte mal, da oben kam doch gerade. Warte mal, wir soll. Oh, der hat, ey, der ist. Die Katastrophe ist das. Warte, wir sind von da hinten gekommen. Da ist ja einer, der da steht, da wo wir nicht lang sollen. Okay, da geht's nicht lang. Da war auf jeden Fall jemand. Da war die Kirche. Das heißt, wir sind von da gekommen, glaube ich. Genau, wir müssen da hoch, aber da oben ist ja jemand, der definitiv nicht will, dass wir da lang laufen sollen. Genau, wir sind von da unten. Erstmal weglocken. Oder direkt von 3 Metern. Eins von beiden. Oder er ist jetzt weg, weil wir vorhin unten lang sind wegen dem Zettel. Das kann natürlich auch sein, weil ich sehe den. Ich sehe diesen Feuerdämon jetzt gerade nicht. Sonst nehme ich das jetzt auf einmal. Okay, wir sind hier auf jeden Fall richtig. Der Kompass zeigt, wir müssen hier hoch, also in diese Richtung. Halt, aber stehen bleiben, nach hinten gucken. Okay. Da ist nichts. Und da oben kann jetzt auch nur. Also überall hast du diese. Wo du meinst, du kannst da runtergehen, daher laufen. Ist schon ein bisschen interessant gemacht, weil du nicht wirklich weißt, wo du jetzt langlaufen sollst. Überall hast du so Aufgänge, wo du denkst, okay, laufe ich jetzt hier lang, laufe ich jetzt da, jetzt bin ich wieder hier, wo der Kirchturm gerade war, glaube ich. Jetzt habe ich mich wahrscheinlich wieder verlaufen. Aber nicht, ich weiß, wo du jetzt wirklich hinmöppeln sollst. Sehr schwerer Aufstieg. Ja, wir sind jetzt wieder hier. Da geht es da runter, da hatten wir unsere Dings. Wir kamen von da. Ja, von den 2 Steinen. Das heißt, wir sind wieder falsch im Kreis gelaufen. Das heißt, wir müssen wieder zurück nach unten. Kriegt hier. Also Berg runter könnte er doch echt mal ein bisschen schneller laufen. Laufen wir mal runter. Vorhin bin ich daher. Aber wahrscheinlich ist das der gleiche Weg. Aber wir können es ja mal ausprobieren. Liebe Freunde, sind wir doch durch diese Höhle gekommen, kann das sein? Da war diese akute. Nee? Oder doch? Na nu, da geht's jetzt. Wo bin ich denn jetzt hier? Okay, da kommen wir wahrscheinlich nicht lang.
Klingt wie das Gemurmel von da, wie heißt er jetzt noch? Oh, jetzt ist auf einmal. Was? Steh weg, alles grün. Fett. Wow, wir sind. Also, wir scheinen ein Lilliputana zu sein, so hoch wie wir jetzt gerade vom Stein nur stehen, so gerade gefühlte 30, 60 Zentimeter. Voldemort, genau. Das, was? Guckt ihr euch mal da. Da haben sie echt einen Grafikbug oder so. Zack, weiß. Zack, Licht an, Licht aus. Oh, okay. Genau. Wer dann hier dieses, ja, er war ein Paselmund, ne? Er kann mit Schlangen quatschen. Na nu? N32. Moment. Diese Koordinaten haben wir doch. 61N30E. Das ist das zweitletzte von unten. Ne, das drittletzte. Entschuldigung. Das ist das. Das heißt, wir sind nicht ganz oben. Ach, da wo der Kompass ist unten. Der Kompass kann ich so jetzt unten auf der Kompass. Da haben wir ja zwei rote Punkte. Das heißt, wir sind nicht nach oben gelaufen. Da kommen wir nicht rein. Halt die Klappe. Hier ist keine Schlange, die du beschwören musst. Das gehen wir mal durchs Wasser, wo ich eigentlich nicht langlaufen wollte. Wir haben auch wieder ein Totem, aber mehr sehe ich jetzt auch nicht, außer diese. Will kein Aufgang, irgendwas. Hier ist irgendein Eingang, wo wir nicht rein können. Schade. Irgendwas, was wir nicht erkunden können. Das Interessant geschaltet. Kommen wir hier hoch. Ja, mal irgendwo bei dem Totem jetzt. Ja, das war's auch. Mal wieder raus. Ja, da konnten wir jetzt leider nichts machen. Das heißt, glaube ich, von da gekommen. Doch, genau, da lag die Höhle auf der rechten Seite. Das heißt, ich laufe jetzt hier mal lang. Okay, Kompass zeigt nach links. Mit einem Mal, da ging's. So, ja. Ihr fragt euch jetzt, wann habe ich denn aufgenommen? Also, das ist jetzt heute der. Ich guck mal kurz aufs Handy. 11.47 Uhr, also schon etwas länger, am 25. Montag. Also montags gegen, ja, nach dem Frühstück um 11 Uhr. So. Erste Folge kommt auch heute, so also ist jetzt gestern rausgekommen, am Montag. Oder was ist jetzt Dienstag? Ich denke mal, jeden Tag jetzt eine rausklappt, dann habe ich es hinter mir. Ich bin jetzt wieder hier, wo ich. Ja. Ich kann jetzt. Kann ich hier runter? Hier sieht aus wie eine Treppenformation, dass ich da runter könnte. Du sagst mir, ich soll in diese Richtung, denke ich mal, dass C Norden ist. So, da haben wir den roten Turm. Oder hier sieht aus, als wenn wir hier runter könnten. Das machen wir jetzt einfach mal. So, hier, hier runter und hier hin. Okay. So, das haben wir. Da kommen wir wieder hoch. Dann gehen wir noch weiter nach unten. Jetzt ist die Frage, wo laufen wir lang? Gehen wir nach unten oder gehen wir nach unten? Komm, wir gehen jetzt einfach mal hier runter. Jetzt haben wir gleich wieder diesen. Weil wir sollen ja. Er sagt, wir sollen nach links. Also gehe ich jetzt mal nach links. So. Also erstmal sammelt jetzt. Hatten wir die Höhle nicht schon mal? Ich meine ja. Hm.
Kommt mir irgendwie bekannt vor, die Höhle. Ah, er ist außer Buße. Er hat einfach nichts drauf. Können wir natürlich irren, dass wir hier jetzt nicht hin müssen. Ja, da sind wir gewesen. Da sind wir gewesen. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach der Wahnsinn. So, er sagt, wir müssen da lang. Mache ich jetzt aber nicht. Weil da sind wir ja gewesen. Ich suche mir jetzt einen anderen Aufgang, Untergang, runterher, drauf, Rübergang. Der hat hier, der ist im Winter keine Puste. Die Luft ist kalt, die ist eisig, aber man hat ja einen Mundschutz auf, eigentlich so wie beim Fahrradfahren, damit die Fliegen nicht da rein. Ne? Genau, man kennt das. Ja, wir verstehen uns. So. Es ist echt schwierig, da die Zeit wieder einzuholen oder gut zu machen.